Herzlich willkommen bei FS1 und CryptoTV. Dieses Interview entstand im November 2016 beim Golden Earth Vision Kongress im Hof bei Salzburg. Gerhard Kirchmeier stellte mir dort ein medizinisches Hightech-Gerät vor, das früher für die russischen Raumstationen entwickelt wurde. Und so war dies früher nur für die Kosmonauten sehr hilfreich. Und nun steht diese Entwicklung auch für uns auf der Erde zur Verfügung. Was es kann und wie umfangreich dieses medizinische Gerät wirklich ist, werde ich jetzt Gerhard Kirchmeier in den folgenden sehr interessanten Interview und Live-Experiment für euch entlocken. Und dazu wünsche ich euch viel Vergnügen. Es freut uns sehr, dass ihr noch immer mit dabei seid beim Kongress von Golden Earth Vision. Wie gesagt, heute haben wir wirklich sehr viele interessante Menschen schon kennenlernen dürfen. Und einen habe ich mir noch rausgepickt, und das ist ein ganz guter Bekannter von der Gründerin von Golden Earth Vision, der Andreas Seidel, nämlich der Gerhard Kirchmeier. Ja, schönen guten Tag. Grüße euch. Warum du mir so ins Auge gestochen bist, ja, du hast mehrere interessante Sachen, nämlich im Beta entwickelt. Du hast also ein Gerät, das was man in der Heilpraxis anwenden kann, nehme ich mal an, gell? Ja, das ist der G-Scanner. Das ist ein Gerät, das ist eigentlich in Russland entwickelt worden. Das ist aus der Raumforschung. Das hat mich auch extrem fasziniert in der Raumforschung. Ja, also ja. Damit man die Kosmonauten besser betreuen kann, weil da oben ist der Platz sehr limitiert. Man kann nicht viel rauf. Gerätschaft, große medizinische Geräte aufbringen. Den ganzen Platz noch haben. Das ist auf jeden Fall so. Und auch, es ist jedes Kilo, das man da raufbringt, das kostet irrsinnig viel Geld. Mhm. Und deswegen haben wir das entwickelt. Das ist ein Gerät, das läuft also dort bei denen über den Bordcomputer, so wie ich habe, halt über einen Laptop. Und die Zusatzgeräte sind eigentlich relativ klein, also das sind Bioinduktoren aus der Quantenmedizin, die in Kopfhörer eingebaut sind. Mhm. Und also ganz stark vereinfacht gesagt, es wird eine Prüfschwingung in den Körper geschickt, wie das jeweilige Organ, die Zelle, der Körperbereich im optimalen Zustand ist. Mhm. Und dann schaut man, was zurückkommt. Und wenn dort jetzt zum Beispiel Bakterien sind, dann verändert das diese Schwingung, die zurückkommt, und anhand der Veränderung erkennt man, okay, da ist was nicht in Ordnung, und da Bakterien auch eine charakteristische Schwingung haben, weiß man dann, okay, dort sind zum Beispiel Streptokokken. Okay, also das ist ein Gerät, wie du gesagt hast, mit Kopfhörern, das scannt dann den ganzen Körperbereich ab, ja, und analysiert und gibt dann Diagnosen ab. Ja. Wo es dann zwickt und zwackt. Also, das scannt den ganzen Körper durch und dann hat man Analyse, wo was nicht in Ordnung ist und was dort ist. Sind das Viren, Pilze, Bakterien? Ist das eine Schwermetallbelastung? Ist das eine Entzündung? Etc. Mhm. Und da kriegt man dann einen guten Überblick und ich kann dann mit dem Gerät auch dort in die jeweiligen Problembereiche reingehen und schauen, dass man einen Impuls gibt, wieder diesen Zustand zu optimieren. Und wenn die Menschen dann das auch unterstützen, indem sie unvorteilhafte Sachen weglassen und vorteilhafte Sachen machen, wenn zum Beispiel Vitamine oder Spurenelemente fehlen, dass man das zu sich nimmt, dann wird das in relativ kurzer Zeit bessert sich der Zustand. Also das Gerät kann nicht nur analysieren, diagnostizieren, sondern gibt dann auch gleich Vorschläge, welche Behandlungsformen, ja, oder welche Zusatzstoffe, ja, oder Nahrungsergänzungsstoffe man braucht, dass das, genau, wieder in Ordnung kommt. Ja, genau. So ist das. Also ich kann das jetzt dort direkt einschwingen. Aha. Das hält eine gewisse Zeit, ein paar Wochen. Aber sinnvoll ist es, wenn den Klienten dann eben Vitamine fehlen
zum Beispiel Vitamin C, dass er das auch tatsächlich zu sich nimmt. Wie einschwingen? Mit dem Gerät selbst wieder, oder hast du da eine zusätzliche Behandlungsform? Du machst ja viele andere Behandlungsformen mit Gold, ja, und Silber. Ja. Das ist schon wieder ein ganz anderes Spektrum. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also ich kann mit dem Gerät auf verschiedene Mediensachen aufschwingen, entweder zum Beispiel auf Globuli, auf Alkohol, auf Wasser, auf eine Salbengrundwaage, wenn das Hauptproblem ist. Du kannst Globulis informieren dann, so wie man das... Aha. Es ist halt so, viele Leute haben zum Beispiel Alkoholunverträglichkeit oder Zucker, deswegen verwende ich meistens Silberwasser, weil das halt neben dem, was ich aufschwinge, halt zusätzliche sehr gute Eigenschaften hat. Das Silberwasser ist gegen Viren, Bakterien, wo sehr viele Leute ein Problem haben. Es aktiviert die Enzyme. Also die meisten Leute haben auch Spurenelemente im Mangel und Silber ist ein ganz wichtiges. Das tut eben Enzyme aktivieren. Wenn man nicht genügend Silber im Körper hat, bildet der Körper keine Stammzellen und die sind ideal für Reparaturen im Körper. Mhm. Stammzelle kann zu jeder Zellart werden, die gebraucht wird. Und sonst kann er einfach nur durch Zellteilung reparieren und das ist nie so gut, als wie wenn es mit Stammzellen ist. Ja, es erhöht die Leitfähigkeit der Nerven, es stärkt das Immunsystem, es ist einfach ein geniales Mittel. Es ist kein Allheilmittel, aber es deckt sehr viele Bereiche. Einen Kral haben wir alle dabei gefunden. Ja. Man interessiert mich auch schon immer viel für verschiedene Heilpraktiken und auch Heilmethoden und auch die ganzen Kräuter oder andere Substanzen, was man nehmen kann. Ich habe viel schon man hört immer von Klienten, Freunden, Bekannten beim kollegialen Silber, dass sie sehr begeistert waren. Ich selber habe leider nie Erfahrung darin machen können, aber auch nicht die Zeit dazu gefunden. Und du hast dann zuerst einmal erwähnt, dass... Ich werde ein Fläschchen mitgeben. Ja, danke schön. Danke. Aber du hast, was ich noch fragen wollte, oder erwähnen, du hast mir da in meinem Gespräch vorher gesagt, dass kollegiales Silber nicht gleich kollegiales Silber ist, was man so kriegen kann. Ja, das ist richtig. Wie meinst du die Unterschiede? Ich beschäftige mich schon seit ca. 30 Jahren damit und wollte am Anfang, wie ich gesehen habe, okay, das ist in so vielen Bereichen, bringt das Verbesserungen im Leben. Aber ich dachte, das ist eine tolle Sache, das sollte jeder zu Hause haben. Und wir wollten dann eben so kleine Geräte machen. Sind aber drauf gekommen, dass da die Qualität halt sehr schwach ist. Weil das funktioniert mit Batterien und das bringt oft die Leitfähigkeit nicht zusammen und die Teilchen, die entstehen, sind sehr groß. Wenn man dann speziell Laser durchleuchtet, sieht man die Teilchen, also die sind so groß, dass sie mit freiem Auge sichtbar sind. Das heißt, das ist ein vielfach größer als eine Zelle, das heißt, es ist nicht zellgängig. Das heißt, es lagert sich dann ab im Körper und das ist natürlich nicht vorteilhaft. Außerdem ist bei den Batteriegeräten, die Batteriespannung ist ja nie gleich. Es ist ein Unterschied, ob die Batterie neu ist oder schon fast leer. Dadurch wird das immer anders, es ist nie gleich und die Teilchen verlieren auch durch die geringe Spannung sehr schnell ihre Ladung. Und wenn sie die Ladung nicht mehr haben, dann wirken sie eigentlich nicht mehr und es ist auch nicht mehr fein verteilt in der Flüssigkeit. Das Silber hat eine positive Ladung und es bildet sich um das Teilchen ein elektrisches Feld und gleichartige Felder stoßen sich ab, gegenseitig so ähnlich wie gleiche Magnetpole. Und dadurch sind die Silberteilchen fein verteilt im Wasser. Weil Silber schwimmt ja normal nicht. Es würde alles zu Boden sinken. So aber sind die Teilchen in der Schwebe. In der Schwebe, genau. Und wenn sie diese Ladung verlieren. Was ist ein Levitationseffekt? Entschuldigung, wenn ich das unterbricht. Nein. Ist eine positive Wirkung. Ist eigentlich kein Levitationseffekt, sondern Abstoßung. Okay. Sie halten sich auf Abstand gegenseitig. Genau. Man kann sich das vorstellen, wenn da das Teilchen ist so wie eine Kugel im Feld herum. Und
bei einem anderen auch und die stoßen sich halt das gleiche. Wenn ein Magnetengegenpolig dagegen stoßt, dann ist es ausgelegt. Und die Ladung hätte halt bei solchen, sagen wir mal, Spielzeuggeräten, bei diesen kleinen Geräten, mit denen man das macht, nicht lange. Also muss man schauen, dass man ein qualitatives Gerät erwirbt, dass man dann auch wirklich ein gutes Grund als immer herstellen kann. Das Problem bei der Selbstherstellung ist, dass die Geräte, mit denen man das gut machen kann, in einem Bereich sind, wo es, wenn man das eigentlich für die Heimanwendung nicht geeignet ist. Aha. Weil ich habe zum Beispiel ein Industriegerät, mit dem kann man 150 Liter am Tag machen und das geht mit 220 Volt. Ja. Und das kann man aber nicht für den Hausgebrauch verkaufen, weil wenn man da nicht aufpasst und man kommt bei den Elektroden an, kriegt man einen Schlag und ist tot. Aber? Und okay. Es gibt da Hochvolt-Geräte, ja, die gehen mit 20.000 Volt. Das muss man schon wirklich auf, dass man kein wirklich ein gefährliches Gerät hat. Also die einzigen, die man verwenden kann, sind eben die mit Batterien oder mit Netzgeräten, die bis so 30 Volt oder so gehen. Da kann nicht viel passieren. Ah, ich empfehle die Geräte eigentlich nicht, weil die Qualität halt nicht passt. Also den Mann seines Vertrauens finden, der das wirklich qualitativ herstellen kann. In dem Sinn, ja, Experten in dem Sinn, oder braucht man da schon wirklich eine gute Erfahrung auch, um das gut herzustellen? Ja, es ist eben, man findet im Internet sehr viel, also du findest, habe ich gesehen, sowas um 15 Euro, ja, das ist eine 9-Volt-Batterie mit zwei Drähten, wo Silberstangen dranhängen, nur das ist halt von der Qualität eher zum Vergessen. Und die anderen Geräte, die sind wieder für den Heimanwender zu teuer. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Leute, die sich so ein kleines Gerät kaufen, die vorher ein hochqualitatives Silber gekauft haben und glauben, sie ersparen sich dann was, wenn sie sich so ein Gerät kaufen, machen das dann halt ein paar Mal und dann sehen sie, okay, das ist nicht so gut. Dann lassen sie das liegen und die Geräte kosten aber teilweise ein paar hundert Euro. Also es ist dann schade drum. Man muss ja wirklich sehr ambitioniert sein und ja, also für die meisten. Das ist erstmal kein Spleen in dem Sinn und muss mit Gewissenhaftigkeit bedacht. Also für die meisten zahlt es sich nicht aus, das selbst zu machen. Also es ist besser, ein hochqualitatives zu kaufen. Ja. Und ich habe, wenn mich die Leute immer fragen, und ich habe das alles in einem Buch zusammengeschrieben. Und da ist auch eine Homepage drin, wo Bezugsquellen sind, wo man qualitativ gutes Silber hat. Ja, ich habe das Buch da mitgenommen, zuerst von drüben daher. Und das unbedingt auch, das möchte ich auch mal vielleicht in die Kamera zeigen. Das Buch, das Silberwasserbuch. Wie ich auf einer einfachen Weise gesund und fit bleibe. Ja. Und das kennen die Menschen, kriegen die das über Amazon? Ja, also es gibt es als E-Book, gibt es bei Amazon, Dalia, im Buchhandel. Mhm. Oder wenn ich Vorträge mache oder so, habe ich auch immer welche mit, damit die Leute das bewerben können. Ja. Da muss ich mir einmal reinlesen. Wie gesagt, gehört habe ich ja so oft von den Erfolgen bei den Leuten. Und ja, immer finde ich einmal für das dann einmal da. Also ich bin ja schon ein Typ, der was schon viel auch gerne ausprobiert und das doch zutraut, dass man das vielleicht mit viel Fleiß und Erfahrung dann das auch gutes Werk irgendwann zusammen bringt. Wird dort das Buch auch helfen, dass man sich da irgendwie entwickeln kann? Oder was geht es denn im Buch direkt bei Silber? Naja, was sind Hauptaugenmerk da drin? Da ist einmal die Erfahrung aus 30 Jahren, mehr oder weniger. Mhm. Anwendung, also ich bin seit das Silberwasser nehme, bin ich nicht mehr krank. Also früher, so wie wir jetzt haben, um die Zeit im Herbst, Winter, habe ich immer Grippe gekriegt, ich habe Husten, Schnupfen gehabt, habe ich seit 30 Jahren nicht mehr. Ja, die Gesichtshaut, generell die Haut, die schaut wirklich sehr samtig aus. Also wenn ich im Spiegel stehe, da bin ich auch eher Knacker jetzt dagegen. Ja, man sieht schon eine gewisse Vitalität, das kann man da schon mit absprechen. Also ich finde, es ist kein Allheilmittel, wie ich gesagt habe, aber es ist genial, weil es einen sehr großen Bereich abdeckt. Ich habe es zum Beispiel auch immer auf Reisen mit. Meistens brauche ich es für andere dort aus dem Land oder für Mitreisende. Ich nehme vorher immer schon so zwei Wochen vorher mehr, so ein doppeltes Stammball, zweimal am Tag.
und das füllt dann die Lager auf und das reicht dann so für 3-4 Wochen. Mhm. Und ich habe nie was gehabt, ich bin auch seit 30 Jahren nicht mehr geimpft und wir waren in wirklich abenteuerlichen Reisen weit ab der Zivilisation und nie irgendwelche Probleme. Also ist halt der Immunsystem intakt, wehrt ab und man bleibt einfach fit und gesund. Weil wenn die Leute noch was halt interessiert, sollen sie vielleicht dein Buch einmal anschauen. Wir müssen dich ein bisschen kurz halten. Wir haben ja diesen Wochenende so viele tolle Menschen filmen dürfen. Und am Anfang hast du dich so oft eingespielt, wie du auch mit deinem Direktor herumgewerkt hast, aber auch kaum Zeit gehabt, da auch einzuschauen. Werde ich vielleicht bitten, dass du mir das ein bisschen erklärst, das Gerät, das würde mich interessieren, was da abgeht. Jetzt haben wir so Ruhe, sind alle Menschen vom Kongress nach Hause gefahren, hoffentlich haben sie gut heimgefunden. Und vielleicht sagst du was als Abschluss noch, vielleicht ein interessantes Gerät, das was aus der Raumfahrttechnologie von den russischen Kosmonauten entwickelt worden ist, oder? Ja. Das ist von den Kosmonauten für die Kosmonauten. Für die Kosmonauten. Ja, toll, das ist interessant. Dann würde ich vorschlagen, du hast es da drüben in dem. Ja, können wir. Schauen wir rüber und wir nehmen euch mit und sehen uns gleich wieder. So, Gerhard, jetzt dann sind wir da bei deinen. Wie sagt man, G-Scanner, bei deinem G-Scanner. Man sieht, das ist mit dem Laptop verknüpft. Ja. Möchtest du vielleicht vorab noch ganz kurz die Technik erklären? Ja, oder ich überlasse dir jetzt einfach. Da ist diese Box, wo der Chip drin ist, eben wo die Frequenzen gespeichert sind, das eben von den Russen ist. Dann gibt es einen Becher, wo man. Darf ich das anfassen? Ja, wo man Sachen auf gewisse Produkte aufspielen. So Schale. Kann. Ja. Ist das also so eine Schale? Aha. Beziehungsweise kann man auch zum Beispiel Nahrungsmittelergänzungen oder was hineinlegen. Da wird die Schwingung abgenommen und man kann testen, wie die Verträglichkeit ist. Also ob das gut für dich ist oder nicht. Du hast gesagt, man kann globally herstellen. Das stelle ich immer vor, dass man nicht testen kann, sondern du hast es dann da informieren, die Globulis mit dem auch? Da stellt man das Flascherl mit den Globuli rein und dann kann ich da das jeweilige Präparat aussuchen und kann es aufschwingen. Also es analysiert und gibt die Information. Korrekt, ja. Okay. Ich verwende halt meistens zum Aufschwingen Silberwasser, weil das neutral ist und eben noch andere gute Eigenschaften hat. Und weil Leute oft Unverträglichkeit haben auf Zucker oder Alkohol oder andere Sachen. Okay. Aha. Ja, also da ist einmal der Becher zum Testen und Aufschwingen, die Box, wo der Chip drin ist mit den Frequenzen, wo es alles gespeichert ist. Und dann gibt es noch die Kopfhörer. Genau, die haben gibt. Zuerst habe ich glaubt, die dann Musik machen bei dir. Nein, die so aus den Winkeln. Da sind diese Biosensoren eingebaut und das muss man aufsetzen und ja, dann werden wir einfach einen Kurztest machen, damit wir den Zuschauern zeigen können, wie das abläuft. Ja, wie du hast 3-4 Stunden gesagt, so viel Zeit haben wir jetzt gar nicht, machen wir es einfach so auf. Und ich werde dich mal besuchen, dann machen wir mal einen gescheiten Test bei mir, gell? Und so machen wir so eine Vorführung. Einen Kurzcheck, normal, wie du richtig gesagt hast. Also aufsetzen? Ja. Okay, das Kabel links, das passt, ja, okay. Dass das schön anlegt. Und wie du richtig gesagt hast, normal dauert so ein Check, also das ist Diagnose und nachher, dass man wieder Impulse gibt in die richtige Richtung, 3-4 Stunden. Aha, also man ganz schön umsorgt und umpflegt. Also ja, weil es wird wirklich der ganze Körper durchgecheckt, also die ganzen Körperbereiche, Organe, Zelltypen bis auf Chromosomenebene. So viel Zeit muss ich meinen Hausarzt nehmen. Ja, ein kleiner Scherz am Rande. Macht er normal nicht. Ja. Aber dann hat man einen sehr guten Überblick und sieht eben, wo Sachen nicht im Balance sind. Okay. Gut, dann werden wir jetzt wir haben das schon vorbereitet, wir haben deinen Namen eingegeben in die Kartei und starten jetzt den Check. Gut, also wenn man die Kopfhörer auf hat, wenn alles bereit ist, dann klickt man jetzt auf Studieren und dann beginnt die Untersuchung.
Wir sehen auf der linken Seite die jeweiligen Körperbereiche dargestellt, die gescannt werden, mit den Symbolen, die den jeweiligen Zustand grob anzeigen. Und auf der linken Seite sehen wir immer in dem Feld die Kurven. Das ist das Signal, was hereingeht und was zurückkommt. Und so läuft das jetzt durch den ganzen Körper bis auf Chromosomenebene. Okay. Ja, und der Check ist jetzt fertig. Und jetzt kann man sich dann anschauen, eben wo Probleme aufgetreten sind. Und das werden wir auch noch kurz den Zuschauern zeigen. Also wie das jetzt abläuft, wie man behandelt und dann den Vergleich zu vorher und nachher. Ja, das hat jetzt ein bisschen haben wir gesehen, dass da was die ganzen Körperteile durchgerattert. Ja. Also auf dem Monitor haben wir jetzt mehrere, wir werden schon was einblenden, auch zusätzlich, ja, dass wir die Kameraperspektive dort drauf setzen, was dort zu sehen ist. Aber erklär mir einfach mal die Körperregionen, Organe habe ich gesehen. Ja, wenn dann die Untersuchung komplett durchgelaufen ist, hat man hier eine Liste, wo man sieht, also die grünen Bereiche sind gut. Das, was in Rot ist, da ist eine leichte Belastung oder Abweichung. Und was in Dunkelbraun ist, ist eine stärkere Belastung oder Abweichung. Und da kann man jetzt einfach reingehen in das jeweilige Bild und kann sich anschauen, was da zum Beispiel ist. Hier sehen wir zum Beispiel eine chronische Tonsillitis, also eine Mandelentzündung. Dann kann man schauen, sind Mikroorganismen, Viren, Pilze, Bakterien, ist nichts im roten Bereich. Und dann gibt es Dateien mit Präparaten, da schauen wir zum Beispiel bei Homöopathie, zeigt es viel an. Und schauen wir, ob noch andere Bereiche sind, wo etwas vielleicht ist, was besser ist. Na, ist nichts. Dann nehmen wir das Präparat, das es hier anzeigt, an erster Stelle und machen einen Testscan. Da rechnet das Gerät jetzt aus mit dem, was es bei dir gemessen hat. Wenn man dieses Produkt einschwingen würde, ob das die Situation verbessert. Sehen wir da, ja, ist keine wirkliche Verbesserung, probieren wir das nächste. Also man kann im Prinzip nichts falsch machen, weil man immer diesen Verträglichkeitstest macht und dann sieht, ob es besser wird. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, es ist besser geworden. Also es sind weniger von diesen schwarzen Punkten da. Das heißt, wir werden das Präparat einmal einschwingen. Und schauen, wie es wirkt. Also es wird zumindest so gut, wie das Gerät ausrechnet. Es kann sein, dass es manchmal sogar noch besser wird. Also wenn dein Körper oder das System das gut aufnimmt, wird es oft noch besser als ausgerechnet. Also jetzt noch einmal. Okay, da ist immer noch ein schwarzer Punkt hier. Da sehen wir, ja, der geht halt nicht. Aber wir können jetzt eine vergleichende Analyse machen. Und da sieht man, so war es vorher. So ist jetzt, hat sich um 66% verbessert. Und man hat hier den unmittelbaren Vergleich, also man sieht vorher, nachher. Und so arbeitet man im Prinzip diese ganzen Sachen, Bereiche durch und schaut, dass man überall einen Impuls gibt in die richtige Richtung.
Und auch Auras hast du da analysieren können, gell? Habe ich gesehen. Also man sieht auch so ein Bild ungefähr, wie die Aura ausschaut und wo da Imbalancen im Energiefeld sind. Das hat mich auch noch überrascht jetzt. Das war ja auch gar nicht vorbereitet, dass das nur auf Aura noch so einen Umfang hat. Mhm. Was man auch anschauen kann, ist die Aura, also wie das menschliche Energiefeld ausschaut. Das sieht man, ist im Großen und Ganzen ganz gut. Das sind ein paar leichte Eindellungen. Also das kann man dann auch nach allen Seiten drehen. Hier sieht man zum Beispiel eine kleine Delle. Das ist im Großen und Ganzen recht gut. Meistens sind die wesentlich schlechter und da kann man dann am Ende, wenn man nach der Behandlung noch einmal einen Scan macht, sieht man dann die Verbesserung auch im Energiefeld. Ja, das war's so mehr oder weniger in aller Kürze, wie der Scan funktioniert. Wie gesagt, normal dauert er wesentlich länger. Also man muss je nachdem, was er findet, 3 bis 4 Stunden rechnen. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Man kann sehr viele Bereiche austesten und erkennen. Allergien zum Beispiel? Und Allergien so, oder was die Schulmedizin zum Beispiel mit ihren Geräten nicht feststellen kann, wie Röntgen oder Ultraschall. Man findet auch energetische Blockaden, die oft Ursache sind für Krankheiten oder Probleme. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Raucher. Und wir haben das da gesehen bei mir bei der Lunge. Kannst du vielleicht mal das, da kannst du mich ja vorher und du hast mich jetzt auch gleichzeitig mit dem Gerät behandeln können. Ja. Und da hat sich da eine Verbesserung eingestellt. Ja. Vielleicht sagst du uns einmal, wie man sich da jetzt die Symbole, was die bedeuten, wo man dann sieht, dass man da eine Verbesserung sieht. Ja, man sieht, also grob einmal zeigt es 6 Symbole an, von 1 bis 6. Wobei 1 ist auch gut, aber es ist, heißt, der Zustand ist etwas labil. 2, 3 ist am besten. 4 ist auch noch gut, aber es ist schon etwas grenzwertig. Also es kann sein, dass es in Richtung nicht so gut geht. 5 heißt, es ist eine leichte Belastung oder Abweichung von der Norm. Und 6 eine stärkere Belastung oder Abweichung von der Norm oder auch Energiemangel oder Blockade. Man sieht, dass da bei meinem Bild, also ganz schlimm ist nicht, dabei ich ein Raucher bin, es ist nicht dramatisch, aber es ist so ein Mittelbereich, wie das, wenn als Laie jetzt einmal abschätzt, da mit den Symbolen, oder? Ja, also ich soll es nicht übertreiben, aber man sieht schon, dass es nicht ganz gesund ist, mein Zigarettenkonsum. Es könnte schlimmer sein, aber ja, es ist. Aber ich brauche mir keine Augensorgen machen, so wie ich das jetzt sage. Ja, Gerhard, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du mir das einmal gesagt hast, da mit der, also die Astronautentechnologie, also Kosmonautentechnologie, das aus dem medizinischen Bereich, ganz was Neues, bin sehr erstaunt. Ich habe mir gedacht, man kann mich noch mal überraschen. Ja. Ganz neu ist es nicht mehr, also wenn man länger in dem Bereich ist, also die Russen arbeiten schon sehr lange damit. Ich möchte mich bedanken, dass du einen kleinen Checker bei mir gemacht hast. Gell? Gerne. Vielleicht noch eine Frage, wenn das gibt es da Seminare oder so, dass das einer lernen kann? Ja, also ich mache jetzt hauptsächlich auch Einschulungen, weil ich schon seit 14 Jahren mit dem Gerät arbeite. Und, oder wenn sich Leute eben für so ein Gerät interessieren, zeige ihnen das und mache dann auch die Einschulungen, beziehungsweise für Anwender mache ich auch so weiterführende Schulungen. Also dann kannst du auch anbieten, dass einer das, wenn das fasziniert ist jetzt von dem Ding, dass von den das Ding, das ist der G-Scanner. Ja. Ist auch wichtig zu sagen. Und ja. Okay, schön. Also ich arbeite sehr eng mit, also ein Freund von mir, der den Generalvertrieb hat und dadurch sind wir direkt an der Quelle. Und wie war es dann, wenn du so Seminare oder gibst? Oder muss man das buchen oder hast du da irgendwelche Programme schon festgelegt? Nein, da kann man dann, ja, dass man mal eine Mail schreibt oder so. Okay. Dann, wenn sich Leute dafür interessieren, dann kann ich ihnen das gern die aktuellen Termine sagen. Gibt man das noch und dann blende ich es vielleicht einfach am Schluss in Abspann ein oder machen wir eine Bauchbinde dann. Ja. Okay. Ja, okay, dann schön.
Mach mal kurz und bündig, weil ich kann ja nicht alles zerreden, gell? Und ich muss ja so viel Filmmaterial jetzt vom Wochenende schneiden. Ich muss auch irgendwann mal Schluss machen. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für diese interessanten neuen Impressionen. Hat mich schon wieder ein paar neue, erstaunende Effekte von mir gehabt. Freut mich. Ich bedanke mich auch bei den Zusehern. Jetzt sind wir wirklich am Schluss vom Kongress bei Golden Earth Vision angelangt. Jetzt dürfen auch Sie zu Hause den Fernseher abschalten. Und wir werden jetzt am Ende schlafen gehen, so spät. Das machen wir, ja. Tschüss und alles Gute und alles Liebe. Auf Wiedersehen.